In diesem Video geht es um Koordinatensysteme. Ein Koordinatensystem ist ein Schaubild. Es besteht aus einer x-Achse, die waagerechte, und einer senkrechten y-Achse. Wenn ihr ein Koordinatensystem zeichnen wollt, ist es noch wichtig, die Schrittweite festzulegen. Dazu macht einfach einen Strich auf dem Graphen und schreibt die Zahl hin, die Einheit, in der ihr vorgehen kann. Es kann auch Pi sein oder eine andere Zahl. Ich nehme jetzt hier 1 und lege es auf die Einheit 1 cm fest. Doch das ist nicht immer so, man kann die Einheit hier frei wählen. Das heißt, auch hier kann man eine 1 hinschreiben und legt das dann als Schrittweite fest. Nachdem man das an der X-Achse gemacht hat, legt man auch an der Y-Achse die Einheit fest. Hier nehme ich wieder als Beispiel 1 cm. Auch hier ist es frei wählbar. Der Oberbereich der x-Achse ist 1, der untere minus 1, bei der x-Achse ist es so, hier der Bereich ist 1, der Bereich geht ins minus 1. Das nächste, was ihr noch einzeichnen müsst, ist die 0. Die 0 ist an der Stelle, an dem sich die beiden Achsen schneiden. Wichtig ist, macht keine Kennzeichnung der 0, also kein x oder so an dem Punkt, denn dies würde eine Definitionslücke darstellen und nicht den Punkt anzeigen. Das heißt einfach nur ein X hin. Und da jedes Mal X-Achse und Y-Achse hinzuschreiben etwas aufwendig ist, kürzt man auch diese beiden Sachen ab mit einem kleinen X an der X-Achse und einem kleinen Y an der Y-Achse. So sieht dann das ganze Schaubild aus. Wenn man jetzt einen Punkt ablesen will, zum Beispiel den Punkt, ich nehme mal 1, 1, das heißt, ihr geht 1 nach rüben. Die erste Zahl, Ziffer, zeigt immer die x-Wert an und 1 nach oben. Das ist dann die y-Achse. Das wäre quasi hier der Punkt P. Und P ist 1. Das hier ist der x-Wert. Und 1, das ist der y-Wert. Das heißt hier x. Y. Dies kann mit jedem Punkt auf der Graph könnt ihr so ablesen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch wissen wollt, wie man nach Herr Dickel ein Koordinatensystem richtig zeigt, schaut euch mein weiteres Video an und noch einen schönen Tag.